In der Nacht auf Donnerstag wurde Moskau erneut Ziel eines Drohnenangriffs. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin gab den Abschuss von zwei unbemannten Flugobjekten gegen 3 Uhr früh bekannt. Laut der Nachrichtenagentur Reuters ging in den frühen Morgenstunden eine Autowerkstatt in der Nähe des zweitgrößten Flughafens in Flammen auf. Die Brandfläche umfasse 100 Quadratmeter. Die Ursache ist bislang jedoch unklar. In russischen sozialen Medien finden sich Videos mit unterschiedlichen Angaben zum Brand. So soll beispielsweise eine Augenzeugin gesehen haben, wie etwas explodiert sei, bevor die Flammen sich ausgebreitet hätten.